Hallo und ein herzliches Willkommen hier zu diesem neuen kleinen Guide-Video des bockschweren Modus hier auf gitnews.de. Mein Name ist Sputti und wir wandern diesmal durch die Welt 2, Zone 2 im Tribulation Mode, im bockschweren Modus. Und ich möchte euch hier zeigen, wie das Ganze abläuft, welche Wege ihr gehen könnt, gehen müsst und wo ihr nicht lang gehen dürft. Und natürlich mache ich das Ganze zusammen mit Domi. Domi wird jetzt hier nicht mit kommentieren, aber läuft den ganzen Weg mit mir zusammen. Weswegen wir auch zwischendurch einfach nur Schnitte, wir werden viele Schnitte sehen, zwischendurch aber auch einfach nur Schnitte, weil ich auf Domi warten musste. So, wir sind jetzt hier angekommen bei diesem Baum. Bis dahin musstet ihr außen rum springen, da gibt es einen etwas komplizierteren Sprung. Vom Baum allerdings ist es sehr, sehr simpel, jetzt rüberzukommen auf die Wolke. Der Anfang ist an sich eigentlich nicht schwer, man muss ihn nur erstmal halbwegs vernünftig finden. Dann geht es hier von der Fahne links hinüber auf die Büsche. Ihr müsst da ganz am Rand entlang laufen. Da kommen nochmal Stacheln aus dem Boden. Hier aufpassen wegen den herabfallenden Steinen. Und dann geht es hier hinüber auf die sicheren Blätter und von hier aus auf die nächsten. Und dann geht ihr nicht wie im normalen Mode den Baum hoch, sondern ihr könnt hier, oder wobei auch im normalen Mode könnt ihr diesen Sprung natürlich sofort machen, hier hinüber. Der ist ein bisschen komplizierter, aber durchaus machbar. Hier müsst ihr aufpassen, zwischen den Wolken und zwischen dem Ballongenerator gibt es Stacheln, weswegen ihr euch auf die Entfernung, am besten so weit wie möglich auf die Entfernung, den Ballon holt und dann hintenrum zur Wolke geht. Hier erwartet euch eigentlich nichts mehr Böses, das könnt ihr einfach so springen. Keine Stacheln, die aus dem Boden kommen oder ähnliches. Und ja, deswegen, doch hier rechts kamen Stacheln aus dem Boden. Hier müsst ihr ganz links am Rand entlang. Das werdet ihr gleich auch noch sehen, wenn wir den Weg wieder zurückgehen. Also ihr werdet dann noch häufiger an dieser Stelle vorbeikommen. Dann müsst ihr hier so ein bisschen vor die Wolke da aufpassen, weil hinter der Wolke bringt es nichts, wenn ihr euren Ballon hochreißt. Sondern das müsst ihr vorher machen. Die Gegner könnt ihr dann am besten mit Fernkampfwaffen ausschalten, eben weil ihr hier nicht unbedingt in den Nahkampf gehen könnt. Hier müsst ihr ist ein bisschen hakeliger der Sprung, weil ihr nicht so weit nach rechts könnt wie im normalen Mode. Hier kommen über der Blume Stacheln, weswegen ihr so ein bisschen um diese Blume herumlaufen müsst. Und dann am besten von der vordersten Kante einfach abspringen, sodass ihr möglichst weit kommt. Und man kann das noch ein bisschen weiter schaffen, als ich in diesem Versuch geschafft habe. Aber das war ja genug. Wichtig ist ja nur, dass man den Sprung schafft. Hier funktioniert auch sehr, sehr gut dann die Jump-Dodge-Roll. Das heißt dann dodgen während oder ausweichen während des Springens. Das macht Domi da sehr, sehr gerne. Er hat es zwar auch jetzt für das Video normal gemacht, aber es hilft dort ungemein, wenn ihr nicht so ganz wisst, wie ihr das lösen wollt. Hier müsst ihr ein bisschen außen rum, damit ihr euch nicht oben in den Blättern verhakt. Das ist mir auch schon passiert. Dann geht es hier weiter nach oben den Baum hoch. Und dann gibt es... Ah, das ist ein bisschen hakelig, der Sprung. Ihr seht das. Ich habe das jetzt auch nicht groß geschnitten, eben weil es so dieser eine Sprung ist, den ich mehrfach mache. Wenn ich dafür jedes Mal schneiden würde, dann würden wir wahrscheinlich richtig viele Cuts sehen. Hier geht es dann hoch zum Ballongenerator. Und von da aus auch wieder ein bisschen hakelig noch eine Stufe nach oben zu der Wolke, die uns hier diesen kleinen Save Point bringt. Der Sprung, wie gesagt, ebenfalls. Ihr müsst dann ein bisschen an die Kante von unten springen. Ich rate euch auf den Generator zu stellen, um nochmal so ein paar Millimeter Größe gut zu machen. Das macht es meiner Meinung nach einfacher. Ich saß da jetzt 2-3 Mal an der Stelle. Es ist ein bisschen hakelig, aber nichts, was nicht machbar ist. Hier habt ihr es gesehen. Und da kommt jetzt wieder der Cut, weil Domi nicht sofort hier war. Ne, das ist halt auch mal so. Das ist der einzige Nachteil, wenn man zu zweit loszieht, dass man nicht immer gleichzeitig an den Checkpoints sein muss. Auf der anderen Seite wiederum ist das auch ganz in Ordnung so. Hier müsst ihr ganz am Rand entlang aufpassen, da sind überall Stacheln. Deswegen gehe ich hier auch zur Vorsicht lieber außen links drauf. Erledige dann hier erstmal die Gegner, die sind nämlich sonst ziemlich nervig. Und dann sind wir gleich am ersten, ja ich sag mal echten Checkpoint. Ja, bisher waren das ja immer nur diese Ballon-Checkpoints. Zweimal, jetzt gibt es den ersten echten Checkpoint. Dafür geht es auch wieder hier links am Rand entlang. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, was Böbel aufheben angeht. Wenn man für so eine Böbel ungern ein Leben hergibt. Ich habe zwar eine unendliche Fortsetzungsmünze, die ich hier auch jedem raten würde, sich zu holen. Aber selbst oder trotz der Münze ist man natürlich bei jedem Leben vorsichtig. So, hier hat es mich jetzt auch einmal aus den Latschen gehauen. Der Cut war drin.
Hier müsst ihr einmal links vorbei, dann vor dem Schatten am besten oder im Schatten rechts auf die Seite wechseln. Dann ein bisschen aufpassen, weil hier rechts kommen Stacheln aus dem Boden. Deswegen begebt ihr euch hoch auf den Baum. Und vom Baum dann geht's schlussendlich weiter Richtung der eigentlichen Laufrichtung. Ihr müsst halt immer so ein bisschen darauf achten, wo hier Stacheln sind und wo nicht. Ich zeige jetzt hier keine Stacheln bewusst natürlich in dem Video. Der Weg, den ich halt gehe, das ist der sichere Weg. Da kann euch nicht viel passieren. Hier rechts auf dem Stein steht normalerweise ein Fass. Das habe ich vorhin schon abgeräumt, deswegen der Cut. Ja, da bin ich einfach durchgelaufen, ich hält. Das passiert manchmal. Ich weiß nicht, ein paar Leben habe ich hier überall gelassen, glaube ich. Das ist einfach nur mal der bockschwere Modus. Hier links erwartet euch ein Ballongenerator. Dann geht's über den Baum hier nach oben. Ich glaube, hier gab es nirgendwo Stacheln. Domi ist das mal abgelaufen. Das Einzige, was hier gibt, ist hochhüpfende Steine. Da müsst ihr einfach nur schnell dran vorbei. Und dann habt ihr das hier auch geschafft und habt den nächsten Sicherungspunkt mit der Wolke. Ja, zu Beginn geht das alles noch von den Sicherungspunkten. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es danach ein bisschen schlechter wird und man einfach größere frustrierende Strecken vor sich hat. Hier geht es dann über die Blume rauf auf das Dach und dann von hier aus runter den Oktopus füttern. Das ist so ziemlich ein lustiges kleines Rätsel. Bis ihr da hinkommt, müsst ihr noch einmal ganz kurz über diesen kleinen Pfeiler hier mitten im Minenfeld oder mitten in diesem Stachelfeld. Und dann geht's hier runter, ihr schaltet die Assassinen aus und dann habt ihr eine ganz einfache Mechanik, die ihr wahrscheinlich aus dem Normal-Mode alle schon kennen werdet. Selten ja, dass man den Tribulation-Mode vor dem Normal-Mode macht. Das bedeutet, ihr müsst hier Fische aus dem Becken locken, dann packt ihr euch die Fische, springt hoch und füttert den Oktopus. Damit wir das ganze Prozedere jetzt hier nicht unbedingt sehen, machen wir einen kurzen Sprung. Denn jetzt sind wir hier vorne soweit, dass der Oktopus ganz unten ist. Wir springen dann hier von diesem kleinen Sprungfeld nach vorne auf die goldene Schale und dann auf den Checkpoint drauf. Domi kommt da jetzt auch von hinten an. Ihr müsst das immer so ein bisschen timen, weil die Checkpoints euch halt auch umlegen, wenn ihr da zu lange drauf steht. Deswegen immer diese komischen Kombinationen, die wir hier machen. Dann geht es hier den Berg hoch. Vorsicht, hier rechts kommen Stacheln aus dem Boden, deswegen der Sprung so ein bisschen außenrum. Dann geht es hier weiter hoch. Hier unten steht normalerweise noch ein kleiner Frosch, der euch einsaugt. Den haben wir inzwischen auch schon aus dem Weg geräumt, weil das hier nicht der erste Try ist. Hier rechts geht es zur Abkürzung. Hier vorne geht es geradeaus zum richtigen Weg, den wir euch natürlich zeigen und nicht die Abkürzung. Über die Steine hier geht es dann hoch auf den Baum. Vom Baum aus geht es dann nochmal ein Stück weit höher über diese Steine. Hier müsst ihr aufpassen, der Stein in der Mitte springt nach oben, dass ihr da weit genug drüber kommt, denn drumherum sind Stacheln und wenn ihr da reingeschubst werdet, ist das richtig ekelhaft und nervig. Von hier aus geht's dann hier die Stelle hoch. Merkt euch immer so ein bisschen, die Blätter sind eure Freunde in diesem Level. Es gibt, glaube ich, nur zwei oder drei Stellen, wo auch wirklich aus den Blättern Stacheln kommen und die euch wehtun. Und hier den Sprung haben sie extrem vereinfacht. Früher fand ich den richtig schwer. Jetzt seit dem letzten Hotfix macht man den Sprung eigentlich blind. Das bedeutet, eine große, große Fehlerquelle für mich persönlich ist hier ausgeschaltet worden. Hier links kommen Stacheln aus dem Boden, deswegen geht ihr am besten rechts über die Blätter. Und hier könnt ihr beruhigt über die Brücke gehen. Manchmal traut man der ganzen Sache nicht, aber das haben wir jetzt hier getestet. Ja, dann kommen wir zum Assassinen-Bossfight. Der Assassine steht diesmal in so einem kleinen Stachelfeld. Das ist auch der einzige Unterschied. Ansonsten ist er genauso easy wie vorher auch. Er blockt die Schüsse und tötet euch, wenn ihr nicht schnell genug das Ganze interruptet. Das haben wir jetzt hier auch schön gesehen. Dann musste ich kurz wieder zum Moto. Ja, das passiert auch des Häufigeren. Ich habe das jetzt hier mal einfach kurz drin gelassen. Den Kampf selber allerdings werden wir jetzt cutten, da er sonst einfach viel zu lange wird. Ein guter Tipp an dieser Stelle, finde ich, ist auch einfach den Assassinen rauszupullen aus seinem Minenfeld und dann hier in diesem Raum zu erlegen. Wir haben jetzt hier einen kleinen nervigen Teil des Bosskampfes einfach übersprungen. Im Prinzip ist es nicht viel mehr als warten, bis die Hand weg ist und dann Damage drauf machen, so wie wir das hier gemacht haben. Dann geht es hier links herum, denn im Prinzip bekommt ihr hier die Fähigkeit von diesem Zuschlagen. Das habt ihr aber meistens sowieso schon aus dem normalen Mode. Deswegen müsstet ihr den Boss nicht legen, wenn er nicht diese kleine Klappe wäre, die euch immer wieder dazu zwingt. An dieser Stelle sind normalerweise Gegner, die haben wir jetzt hier schon aus dem Weg geräumt. Da bin ich auch einmal kurz gestorben, deswegen habe ich das rausgecuttet.
Und dann geht es hier hinüber. Ihr müsst diesen Weg außen rum gehen, weil links Stachelpfeile auf euch warten, die aus der Seite kommen und euch umlegen möchten. Von hier aus müsst ihr dann über die Wolken weiter zum nächsten Checkpoint. Das ist eigentlich auch eine recht einfache Sache. Kurze Orientierungsprobleme. Das sieht alles immer so ein bisschen gleich aus. Wenn man hier schon mal gewesen ist, dann sucht man immer irgendwie die abstrusesten Wege oder hat schon einen ganz anderen Weg im Kopf. Deswegen kommen manchmal diese lustigen Situationen zustande. Hey, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Okay, hier geht der Sinn lang. Von hier aus könnt ihr euch erstmal, bevor ihr die Glocke bimmelt, den Checkpoint sichern. Das heißt, ihr springt hier über die Pfeiler bis genau hierhin. Hiervon schafft ihr den Sprung dort hinüber. Und da ist dann der nächste Checkpoint, ehe es zum meiner Meinung nach bisher frustrierendsten Teil dieser Welt geht. Und zwar dem Teil mit der Angry Bitch Cloud, wie wir sie nennen. Oder auch die aggressive Wolke. Hier müsst ihr einmal gemeinsam den Gong schlagen, synchron. Da müsst ihr ein bisschen timen, dann mit je mehr Leuten ihr seid, desto schwieriger wird das. Und dann geht hier die Brücke runter. Ihr könnt ein paar Gegner besiegen und euch dann hier hineinbegeben. Hier müsst ihr verschiedene Rätsel lösen. Erstmal sind hier in den Wänden Pfeile eingelassen, weswegen ihr nur durch einen einzigen Eingang reinkommt. Den werdet ihr gleich sehen. Ihr müsst dann hier von außen den Stein reinpushen. Das ist eigentlich wie im Normalmode. Exakt dasselbe Bild. Im Prinzip könntet ihr auch das Video dazu euch dann anschauen. Hier versuche ich einfach schon, meine hellseherischen Fähigkeiten zu benutzen, um den nach vorne zu punchen. Das hat nicht ganz geklappt, aber fast. Ich meine, das ist so, wenn man den Weg das zweite, dritte Mal macht, dann merkt man sich sowas irgendwann. Hier springt ihr über die Pfeile, das müsst ihr gleich nochmal machen. An dieser Stelle dann allerdings schräg, weil die Pfeile auch schräg in der Wand eingelassen sind. So, und dann kommt ihr hier hoch. Und auch hier ist es im Prinzip genau dasselbe. Ihr müsst die Boxen in ihre richtigen Positionen schieben. Das Einzige, was dabei ein bisschen ein Problem ist, ist die Wolke. Die versucht euch nämlich umzulegen. Da gibt es auch noch Fässer, wie das zum Beispiel, was ich hier gerade ausgelöst habe. Das macht das Ganze so ein bisschen hakeliger und schwieriger. Und ich kann euch sagen, wir haben bestimmt 6 bis 10 Leben auch in diesem Versuch hier gelassen, weswegen ihr jetzt hier nicht jeden Teil sehen werdet, sondern nur den wichtigsten. Nämlich einmal, wie ich anfange, die Steine zu schubsen und einmal, wie wir dann zum Ende durchgehen, durch diesen Teil hier. Hier versuchen wir es jetzt mit der Taktik beide zusammen, was auch bei dieser Wolke nicht unbedingt die schlauste Idee ist, meiner Meinung nach. Denn sie greift euch da direkt an, versucht euch an den Kanten runterzuschubsen und so weiter. Einer lenkt am besten ab, der andere schlägt zu. Steine, die feststehen, können euch ein bisschen helfen dagegen. Das heißt, die fangen manche Sachen der Wolke ab, aber irgendwie auch nicht alles. Ja, die Wolke schubst euch dann noch in Pfeile hinein, wie wir das jetzt hier gerade wunderschön gesehen haben. Deswegen machen wir hier auch, glaube ich, mal den Sprung jetzt durch zum Ende. Das heißt, wenn wir alles verschoben haben, dann wird auch alles besser. Hofft man zumindest. Hier geht es dann über diese Bounce-Plattform gleich nach oben. Und dann machen wir, dann müssten wir alle Boxen verschoben haben. Oder ich glaube, oder zwei könnten noch über sein, die verschoben werden müssen. Hier von Domi. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Die Blöcke stellen sich genau so auf, dass man dann von hinten, von ganz hinten, locker durch diese Pfeile durchgehen kann und einfach den Weg nach oben antritt. Man wird da also nicht mehr kaputt geschossen. Außen werdet ihr das noch, hier innen dann allerdings nicht mehr. Der Bouncer ist ein bisschen komplizierter, vor allem auch in Kombination mit der Wolke. Aber das kann man auch schaffen, wie ich es gerade gezeigt habe. Hier ist eine Kröte, die solltet ihr schnell ausschalten. Natürlich Assassinen, die solltet ihr ausschalten. Ein Assassin steht noch hinter mir. Und dann ist dort vorne noch ein Fass, das euch umlegen möchte. Also auch hier wieder allerhand Dinge, die euch kurz vorm Checkpoint noch einmal frustrieren sollen. Fässer, das ist mein genereller Tipp, einfach durchrollen. Dann kann nichts schief gehen. So, Domi und ich haben uns jetzt hier das nächste Portal geöffnet, den nächsten Checkpoint. Und machen uns auf zur nächsten Wolke. Die Wolke ist sehr, sehr wichtig. Man kann hier hinter uns runterspringen. Das haben wir ganz beim allerersten Try mal gemacht. Es ist allerdings A, deutlich schwerer und B, frustrierender auf Dauer. Weswegen ihr hier diesen Weg gehen solltet. Ein bisschen umständlich, aber auch kein Problem. Hier könnt ihr bis kurz hinter den gelben
Bereich gehen. Es war schon relativ grenzwertig, was ich da gemacht habe. Hier kommen links ebenfalls Pfeile aus dem Stacheln aus dem Boden, hier ebenfalls. Hier müsst ihr gucken, dass ihr wieder näher an den gelben Bereich rankommt als in den vorherigen Szenen. Und dann funktioniert das schon. Hier oben geht es dann über die Wolken weiter. Wir sind jetzt quasi ein Stockwerk höher, als wir beim letzten Mal gerade auf dem Weg zum Gong waren. Dann geht es über die zwei zerbrechenden Wolken. Da müsst ihr recht schnell sein. Da kann man sich durchaus mal abpacken. Hoch auf das nächste Dach. Dort oben seht ihr schon einen Ballongenerator. Und von dem Ballongenerator geht es dann weiter zu den Ballons. Ihr müsst dazu noch einmal ganz kurz hier den Weg wieder über die Balken nehmen. Das hätte ich jetzt schon fast vergessen. Und hier über diese eine Wolke, die ein bisschen weit weg aussieht, aber immerhin zum Glück nicht zerbricht. Das ist schon mal ein guter Anfang. Den meisten Wolken hier würde ich allerdings nicht trauen. Und hier müsst ihr wirklich auf den höchsten Punkt drauf, ganz wichtig, oder so hoch es geht halt. Und dann seid ihr hier bei der Wolke. Von der Wolke geht es links herum. Da müsst ihr einmal ganz kurz den Assassinen ausschalten. Und wenn ihr den ausgeschaltet habt, geht da so eine Klappe runter rechts. Und von dieser Klappe aus geht es dann weiter zum nächsten Bereich. Der Assassine hat so einen Morgenstern, den er über seinen Kopf wirbelt und mit dem er euch ja so ein bisschen knockbackt. Dann müsst ihr hier über diese Stacheln drüber springen. Das ist ein bisschen hakelig. Hier kommt, glaube ich, nochmal ein Assassine. Den hätte ich fast übersehen, bis er mich halt genockdownt hat. Das war dann so der Moment, wo einem dann der Assassine aufgefallen ist. Und wenn ihr den down habt, öffnet sich auch da unten die Klappe. Dann müsst ihr den Sprung noch schaffen und nicht so wie Domi da einfach blind reinlaufen. Dann habt ihr noch einen Assassin hier vor euch, den ich auch schon wieder fast übersehen hätte, der uns aber oben wieder die Klappe öffnet. Am besten erledigt ihr die wirklich mit der Schleuder und dann geht das relativ gut. Von hier oben müsst ihr durch die Piranha-Becken, also am besten nicht durch die Piranha-Becken, denn die Piranha-Becken selber bringen euch um, aber ihr müsst daran vorbei, angelt euch dann so einen Fisch und füttert oben wieder einen Tintenfisch, das kennt ihr bereits schon aus der von der Waage am Anfang dieses Levels. Hier ist das jetzt oben auf dem Dach, das seht ihr ganz schön. Ihr müsst immer hoch aufs Dach, weil auf den unteren Stockwerken der geht jetzt runter und im normalen Mode habe ich euch den Tipp gegeben, ihr könnt jetzt immer von einem Stockwerk tiefer das Ganze machen, könnt ihr jetzt nicht, weil da Stacheln hinter uns im Boden sind. Habt ihr das Ganze geschafft, ist die Waage hier oben. Ihr könnt hier auf die Plattform drauf springen und kommt dann einfach weiter. Müsst ihr noch schnell einen Assassinen ausschalten, der euch hier nochmal schön zurückwirft, Domi sogar runtergeworfen hat. Das ist nicht die feine englische Art. Ich gehe hier immer rechts rum den Weg. Im Prinzip könnt ihr auch direkt geradeaus über diese Dinge, über diese Stelzen drüber laufen. Oder ihr macht halt den Weg, wie ich es hier mache, über die Wolken. Irgendwie fühlt sich der ein bisschen angenehmer an. Ist aber auch, glaube ich, alles Geschmacks- und Zeitsache. Hier geht es dann immer über diese Hölzer hinweg. Ich habe da so ein bisschen meine Schwierigkeiten und gehe deswegen immer lieber einen Schritt nochmal nach hinten, hole ein bisschen Anlauf. Es fühlt sich mit Anlauf irgendwie einfacher an als aus dem Stand, obwohl man ja immer nahezu gleich schnell beschleunigen soll. Ja, so die Theorie. Hier unten haut ihr dann den Bereich auf, springt mit dem Trampolin nach oben. Ich habe hier noch gewartet, ob die Assassinen kommen. Die kamen nicht, aber ich habe mir gedacht, hey, wenn Domi gleich kommt und dann greifen sie ihn an, wäre das auch scheiße. Also schalte ich sie mal, solange sie mich ignorieren, noch aus mit der Schleuder. Das ist das schöne Leben, wenn man eine Schleuder hat. Ja, man kann vor allem nicht auf die Bubbles achtet. Die füllen sich irgendwie ganz von selbst auf. Ich brauche sie ja auch nicht mehr. Ich habe die 500er Tasche, das reicht. Dann springt ihr hier aufs oberste Stockwerk. Haut auch hier wieder diese Tür auf oder diese Pappwand, die ja dafür gedacht ist, dass ihr sie aufschlagt. Und dann, wenn ihr da draußen seid, geht es hier außen über den Baum drüber. Nochmal ein Stockwerk nach oben. Da aufpassen, dass euch der Assassin nicht runterschmeißt. Eventuell warten, bis er das erste Mal seinen Schurken geworfen hat. Dann schaltet ihr den hier oben aus, sofern er euch lässt. Diese Assassinen sind ja generell ein sehr, sehr nerviges Völkchen. Dann geht es hier rechts rum, noch in so einen kleinen Zwischenraum. In diesem Raum erwarten euch viele, viele Frösche. Diese Frösche saugen euch ein, oder diese Kröten, weswegen ihr sie im Vorhinein ausschalten solltet, so wie wir das jetzt hier machen. Mit Schleudern geht das ganz entspannt. Dann kommt hier außen noch ein weiterer Assassine entlang, der lässt sich auch mit der Schleuder ausschalten. Und wenn ihr die alle weg habt, dann müsst ihr nur aufpassen, drin sind wieder solche Selbstschussanlagen von Pfeilen. Da solltet ihr nicht reinlaufen, Tipp hier einfach links am Rand entlang. Links am Rand entlang macht ihr nichts falsch. Und dann seid ihr schon wieder am nächsten Checkpoint angekommen. Geht ja eigentlich recht flüssig bisher.
Und genau in dem Moment, wo ich das quasi sage, ist wieder ein kleiner Cut drin, weil wir euch hier nicht die ganzen Gegner zeigen wollten, die euch eventuell umlegen könnten. Also wir würden sie euch gerne zeigen, aber sie haben uns halt auch zwei, dreimal umgehauen. Und es wäre jetzt einfach unpraktisch, das in dem Video zu zeigen, denn hier geht es schlicht und ergreifend nur um den Weg. Apropos Weg, hier müsst ihr innen entlang auf dem ersten Stockwerk. Dann müsst ihr immer aufpassen, wenn ihr einen Stockwerkwechsel habt, dass ihr nicht zu weit vorne lauft, denn dort warten immer Fallschussanlagen auf euch. Hier seht ihr das zum Beispiel auch wieder ganz schön. Hier müsst ihr dann ganz außen entlang und eben nicht innen, weil dort Fallschussanlagen auf euch warten. Im nächsten Stockwerk sieht das wieder anders aus. Da müsst ihr direkt nach innen gehen. Und ich glaube, da müsst ihr auch... Ne, da könnt ihr dann wieder außen hier vorbei und hier ebenfalls außen vorbei. Beim nächsten müsst ihr dann an der rechten Ecke wieder innen entlang. Hier geht es erstmal ebenfalls innen weiter. Da seht ihr überall die Selbstschussanlagen. Hier müsst ihr dann auch innen entlang. Ja, da rechts war die Selbstschussanlage. Und dann seid ihr oben beim Gong angekommen. Und wenn ihr den Gong anhaut, dann geht der Spaß, sag ich mal, erst richtig los. Domi hat hier eine kurze Pause gemacht mit Fraps oder mit seinem Aufnahmeprogramm. Hat gewartet, dass ich da bin. Deswegen warten wir jetzt hier auch einen ganz kurzen Moment. Ich wollte diese Stelle jetzt nicht schnell rausschneiden, da das eigentlich nur ein paar Sekunden sind. Und wenn ihr den Gong dann anhaut, dann rollt dieser los. Und ihr könnt euch quasi rechts und links von ihm verstecken und gegen die Pfeile absichern. Das ist zumindest die Grundidee davon, dass ihr euch dort gegen die Pfeile absichert. Ihr könnt aber auch einfach, das ist so mein Mode, ja, damit es ein bisschen schneller und einfacher geht, in den Tod springen und dann könnt ihr hier quasi wieder auf dem untersten Level starten. Die Scheibe oder der Gong rollt währenddessen noch weiter, sodass ihr perfekt hier unten ankommt, wenn der Gong dort oben rollt. Und dann ist die Strategie rechts, rechts, links. Ja, und dann seid ihr schon durch dieses ganze Ding. Das heißt, ihr könnt jetzt hier rechts vorbei, während das alle Pfeile abfängt. Und hier vorne müsst ihr links vorbei, während das alle Pfeile abfängt. Und für eure Freunde, die das nicht geschafft haben, so wie Domi zum Beispiel gerade, könnt ihr hier mit dem Schlag gegen den Stein quasi den Safe Way aktivieren. Das bedeutet, hier sind normalerweise Fallschussanlagen, weswegen ihr nicht außen rum gehen könnt. Falls eure Freunde allerdings das Ganze nicht timingtechnisch geschafft haben, dann könnt ihr hier einfach den Stein vor diese Stelle setzen. Und Domi wird euch jetzt zeigen, dass man dann quasi, ohne dass man es selber geschafft hat, diese Scheibe zu nutzen, trotzdem erfolgreich diesen Teil hier abschließen kann, indem man hier einfach dran vorbeigeht. Im Prinzip ist dieser Safe-Spot also nur für die Freunde, die es verkackt haben. Man selber, wenn man das Solo macht, braucht ihn theoretisch nicht. Denn hier warten jetzt nur zwei Gegner auf euch, ihr beim nächsten und damit schon letzten, ne, vorletzten echten Checkpoint seid. Der letzte echte Checkpoint ist halt direkt vorm Boss. Und dazwischen gibt es nochmal eine Wolke auch nur noch. Das heißt, wir stehen langsam oder wir nähern uns rasant schnell dem Ende. Hier vorne müsst ihr jetzt gleich durch... Ja, die Portale oder durch so, ja, ich nenne das einfach mal Portale gehen. Und da heißt es erst nach vorne, dann nach links und dann seid ihr nämlich schon direkt da, spart euch so ein paar Kämpfe auf den anderen Flächen. Hier könnt ihr rechts nicht auf diesen Stab hier gehen, weil der euch umlegt. Generell ist das hier relativ heikel geworden. Ihr müsst also euch erstmal durchtasten, welche dieser Plattform hier überhaupt funktioniert. Meinen Weg könnt ihr beruhigt gehen, das ist ja die Idee hinter so einem Guide-Video, dass ihr euch da nicht unbedingt mehr durchquälen müsst, sondern nur noch dem Weg Y folgt, den ihr bereits kennt. Hier könnt ihr nur den mittleren, diese mittlere Plattform nehmen und auch dort nur diese Plattform. Alle anderen sind mit Stacheln besät, das heißt, ihr dürft da nicht drauf treten. Hier als kleiner Tipp, ganz kurzen Halt machen, damit ihr den ersten Fisch schon so ein bisschen aus der Reserve lockt. Damit der hier daneben springt und dann einfach ganz schnell über die Wolken drüber, holt euch hier den Ballon und dann nähern wir uns schon dem letzten Ballon-Checkpoint dieses Levels. Der ist hier vorne links. Kann man schon mal übersehen, sollte man nicht. Oder den letzten Wolken-Checkpoint, nicht Ballon-Checkpoint. Und von da an geht's dann jetzt in die Eisfläche, quasi schon mal so als Teaser für Zone 3. Da wird es nämlich fast nur, oder ist alles nur vereist. Lernen wir jetzt hier schon mal dieses eisige Gefühl kennen. Die Beschleunigung, die man auf dem Eis hat, ist enorm. Das Wegrutschen macht das Ganze so ein bisschen kompliziert zu steuern. Hier ist es ganz wichtig, dass ihr genau zwischen den Punkten durchgeht. Das heißt, rechts kommen gleich Stacheln aus dem Boden, links sind diese Stacheln offensichtlich und ihr müsst quasi auf dem schmalen Grat dazwischen wandern. Und wenn ihr das gut schafft, hier hinten kommen, glaube ich, keine Stacheln mehr,
dann schafft ihr es hier hinüber. Sollte da am besten nicht runterfallen, so wie ich das gemacht habe, aber es ist jetzt nicht groß dramatisch gewesen. Und dann kämpft ihr euch hier noch so einen kleinen Eisberg hoch, um an den letzten Checkpoint ranzukommen. Und wenn ihr den habt, dann habt ihr es schon nahezu geschafft, diese Zone. Es ist jetzt nur noch ein kleines Mal Gong schlagen und halt der Endfight, den ihr überstehen müsst. Den Gong schlagt ihr, wenn ihr hier an der Seite runtergeht und dann hier vorne den Berg wieder hoch. Und dann geht's hier rechts über die Plattform weiter und dann habt ihr hier die Position zum Gong schlagen. Da hat Domi gerade vor mir die Wolke zerstört. Ich wollte das auch unbedingt in der Aufnahme haben, ehe ich kurz gewartet habe, bis er wieder an mir vorbei ist, weil er muss einen Gong weiter. Für jeden Gong muss man allerdings hier hoch. Dann haut man den wieder synchron, so wie ihr das schon von vorher kennt. Müsst ihr ein bisschen aufpassen, denn die Fische bringen euch um. Das heißt, ihr müsst ein bisschen in Bewegung bleiben. Und ja, wenn ihr das zeitlich ganz gut gemanagt habt und beide auf dem richtigen Punkt steht, dann müsst ihr nur noch zuschlagen. Halbwegs synchron, das war jetzt zum Beispiel nicht so optimal, weil ich genockdown wurde, aber es ging relativ problemlos. Hier dann am besten nicht in die Spikes springen, da lieber sich mal einmal runterrutschen lassen. Man kann hier nochmal ein Leben sich ersparen. Das allerdings, was ich jetzt mache, war ein bisschen too much, ja, damit ihr mal seht, was Eis so richtig schön ausrichten kann bei euch. Jetzt, wo es eh auf das Ende zugeht, habe ich mir gedacht, lasse ich den Teil auch noch einmal drin. Im Prinzip ist es fast schon nervig, glaube ich, wie ich sage, was ich drin lasse und was ich rausgenommen habe. Aber egal. Hier müsst ihr links vorbei, euch nicht von den Stacheln treffen lassen. Dann geht es hier noch einmal diesen großen Eisberg hoch zum Boss. Und wenn ihr das geschafft habt, dann habt ihr im Prinzip eine Menge hinter euch gebracht. Denn Zone 2 ist verdammt lang. Welt 2, Zone 2 und verdammt anstrengend. Nur Zone 3 ist, glaube ich, schlimmer. Und darauf dürft ihr euch jetzt noch freuen. Das wird dann im nächsten Guide-Video folgen, den ihr euch dann anschauen könnt. Zu allen anderen Zonen und zur Welt 1 gibt es bereits Videos. Oh, hier habe ich mich nur einmal lasern lassen. Das passiert, wenn man nur ein Leben hat. Ich glaube, es gab noch nie einen Bossfight, den ich in einem Video lebendig überstanden habe. Außerhalb der Videos geht das eigentlich, aber es ist ja zum Glück nichts Dramatisches wegen der Infinite Coin dabei. Infinite Coin, also unendlichen Münze. Hier hat er uns beide runtergehauen. Domi rutscht auch noch mal ein Stück weit ab. Also das Eis ist schon eigentlich eine ziemlich lustige Sache, auch wenn man darauf achtet, wie wir das jetzt machen. Mit diesem schnell herumwirbeln. Das macht schon extrem viel Spaß. Ja, und wenn euch das Ganze gefallen hat, denkt ans Liken, denkt ans Abonnieren. Besucht getnews.de, beziehungsweise zurzeit noch gw2.venium.eu. Zurzeit ist Stand Anfang September 2013, nur für den Fall, dass ihr das irgendwann mal später schaut. Und ja, wir hören und sehen uns wieder zum nächsten Video.